Ja, Mahlzeit alle Zuschauer. Ich grüße Sie zur Mittagszeit. Jetzt 12:30 Uhr, 9. Juli hier beim JFD Live Trading TV. Wir wollen uns den asiatischen Markt mal ein Stück weit angucken, nachdem es ja in den Vorwochen schon Rücksetzer gab und diese jetzt hier unlängst sich weiter ausbauten. Heute allerdings wieder positive Reaktionen an den Märkten, aber die Frage ist eben, wie kann das Ganze hier weitergehen? Generell mal vorab noch eine Feststellung. Es ist so, dass die großen Weltindizes, und das will ich Ihnen hier nicht zeigen, sondern einfach nur sagen, das werden Sie auch auf der einen oder anderen Website sicherlich schon vernommen haben, unter den viel beachteten 200-Tage-Durchschnitt zurückgefallen sind. Die Durchschnittslinie selber ist an den Börsenfinanzmärkten immer gern gesehen, wenngleich sie natürlich auch einen variablen Charakter hat. Aber grundsätzlich erfährt die 200-Tage-Linie und auch die 50-Jahr-Tage-Linie immer wieder mal Aufmerksamkeit. Und eine Indikation ist dies, wenn sich eben bei vielen Indizes oder auch einzelnen Aktien Preise unterhalb dessen darstellen, kann man hier immer ein Stück weit ja, zur Vorsicht aufrufen. Interessant auf Monatsbasis ist aber auch der hier dargestellte EMA 20. Sehen Sie hier in dieser schwarzen Linie beim Hang Seng, den wir uns gleich anschauen, und hier auch in dieser schwarzen Linie beim Nikkei 225. Schauen Sie auch mal gern auf den ein oder anderen Großindex auf Monatsbasis und stellen Sie hier die Periodeneinstellung eben hier des EMAs auf 20 exponentiell gewichteter kleiner Durchschnitt. Da werden Sie gespannt sein oder können interessant Feststellung vollziehen, wie sich hier Kurse und Preise verhalten, wenn sie denn über Schrägstrich unter diesem markieren. Natürlich gibt es auch Fehlausbrüche, doch das soll jetzt erstmal nicht das Thema sein. Tatsache ist, in Japan, was läuft hier eigentlich ab? Da sind schon seit längerem große Stützungskäufe am amerikanischen Markt. Das heißt, dass so circa alle 2, 2,5 Tage hier Aktien im Wert von, und jetzt halten Sie sich fest, hier in der Dimension von 300 Millionen Dollar gekauft werden. Das ist wirklich eine Hausnummer. Also der Staat kauft hier praktisch Aktien-ETFs im großen Stil ein und das ist natürlich eine gewisse Stütze, die wir hier sehen. Was aber technisch interessant ist beim Nikkei 225, die größten 225 Titel aus dem japanischen Sektor, ist, dass wir hier dieses lange schon auch gepriesene Widerstandslevel um 20.650 Punkten erreicht haben. Genau dieses Niveau, Sie können das gerne im Stream mal nachklickern, haben wir schon seit längerem auf der Agenda und es wird auch in Kürze nochmal eine größere Analyse dazu geben, wie wir das jetzt hier weiter einschätzen. Letztlich hat der Index dieses Ziellevel punktuell erreicht und jetzt schauen Sie sich das an hier im Monatskerzenintervall. Der Index fällt hier aus diesem Aufwärtstrend heraus, den wir hier wohlbemerkt mit dem Regierungswechsel in Japan hier Ende 2012 eingeleitet haben. Also die Liquiditätsflut, die große Yen mehr oder weniger Aufwertung als solches nahm ja dann hier ihren Lauf, viel mehr Abwertung, was erzähle ich, viel mehr Abwertung nahm ja hier massiv ihren Lauf. Und wir sehen hier ganz, ganz klar, wie der Markt hier sich weiter nach oben bohrte. Eine wichtige Widerstandslinie bzw. Widerstandsbereich, Trendlinie auch überwunden hat und hier immer weiter sich nach oben schraubte, eben bis jetzt hier zum Niveau knapp über 20.000 Punkten. Die Gretchenfrage dieses laufenden Monats wird sein, wie geht das weiter? Wir sehen ja aktuell hier, dass wir an dieser Trendlinie mehr oder weniger gerade ein Stück weit festhängen. Und darauf kommt es natürlich jetzt an, wie können wir uns jetzt hier etablieren, stabilisieren. Die Tendenzen, dass der Index hier rausfällt, sind gegeben. Auch unlängst hatten wir den DAX schon analysiert. Auch hier sind Rücksetzer bis in den Bereich 10.000 Punkte durchaus zu erwarten. Vielleicht sogar noch ein Stück weit tiefer, aber letztlich sind wir der Meinung, dass der Markt noch ein Stück weit Rücksetzungspotenzial aufweist. Das würde hier für den Nikkei natürlich bedeuten, dass der Index in jedem Falle in Richtung grob gesprochen 18.297 zurückfallen kann. Warum? Weil dieses ein Level aus der früheren Vergangenheit ist, ein Preislevel, ein Kurslevel, das hier im Jahr 2000 7, 2000, ja, es bleibt direkt bei 2007 vor der Finanzmarktkrise, hier seinen Einwurf fand und dann praktisch ja, eine Gradfeder war, um dann hier sozusagen die Korrektur vor der Finanzmarktkrise einzuleiten. Und genau dieses Niveau könnte jetzt im Sinne eines Pullbacks touchiert werden, um dann hier eine Erholung zu erfahren. Ob das allerdings ausreicht, wage ich jetzt mal ein Stück weit zu bezweifeln. Schauen wir dazu auf die Saisonalität für den Nikkei 225 mit Blick auf die kommenden 90 Handelstage. Sie sehen, das sieht gar nicht mal gut aus, was wir uns hier oder was hier vor uns steht. Die Saisonalität weist nämlich klar nach unten. Und das heißt, wir können auch durchaus tiefer zurückfallen bis in den Bereich von 16.300 Punkten, 16.200 Punkten oder im Worst Case, dass wir auch, ich sag mal, pauschal eine geradezu Glanzleistung, wenn der Index in den Bereich 14.100 Punkte zurückfallen sollte. Könnte durchaus passieren.
Inwiefern dann natürlich der Staat hier noch Stützungskäufe aufweisen kann, stelle ich mir jetzt mal oder stelle ich mal in Frage. Rein saisonal, rein technisch, wenn sich hier per Monatsschlusspreis dieser Ausbruch bestätigt, sind wir hier beim Nikkei in einem Korrekturmodus, der sich auch durchaus eben unter 18.300 Punkte bis 16.200 Schrägstrich vielleicht sogar bis 14.000 Punkte fortsetzen kann. Sehr heiße Geschichte. Schauen wir kurz noch auf den Hang Seng. Hier die Situation, interessant. Genereller Aufwärtstrend, sehr bullische Bewegung, auch hier der Monatschart Intervall. Hier sind wir gerade dabei, auch den EMA 20 unter Umständen zu unterschreiten. Wenn das hier nachhaltig wird, dann haben wir ja sicherlich größeres Korrekturpotenzial. Was hier aber faktisch feststellbar ist, der Index hat es nicht geschafft, diesen Ausbruch aus diesem aufsteigenden Dreieck, hier auch die Projektion nach oben in Richtung neues All-Time-High, dieses Level zu schaffen, hat er nicht erreicht. Wir haben hier vielmehr im April einen schönen Anstieg gesehen und jetzt hier Mai, Juni, Juli kippt der Markt hier zurück. Und wenn wir hier dieses Ausbruchslevel, wo wir eben aktuell notieren, im Bereich 24.600 Punkten per Monatsschluss unterschreiten und möglicherweise hier so eine schwarze Kerze an den Tag legen, dann, meine lieben Zuschauer, dann muss man ganz klar davon ausgehen, dass der Markt sicherlich noch nicht fertig ist auf dem Weg nach unten. Und das dürfte dann bedeuten, dass wir hier rein technisch gesehen Potenzial bis zur Marke von 17.000 Punkten nach unten aufweisen. Also hier auch technisch sehr, sehr heiße Situation. Und wenn der Markt eben es nicht schafft, hier per Juli jetzt nochmal aufzudrehen an diesem Support-Level. Und das kann ein bullischer Pullback im Endeffekt auch sein, sprich Rücklauf an dieses Level, kleiner Spike drunter und jetzt Stabilisierung und ab geht die Post. Kann durchaus passieren. Wir werden den Index, wie gesagt, hier die asiatischen Indizes direkt in der Beschau auch nochmal im weiteren Monatsverlauf auch wahrscheinlich schriftlich analysieren. Also hier praktisch das Ganze nochmal ein detailgetreuer nochmal aufwerten, auswerten, was der Index hier macht. Aber letztlich am Gretchenpunkt der Nikkei, sowohl auch der Hang Seng hier an ganz wichtigen Punkten. Und wenn wir hier per Monatsschlusspreis eben schwarze Kerzen sehen und die sozusagen dann hier beim Nikkei aus diesem Aufwärtstrendkanal, beim Hang Seng aus dieser Aufwärtstrendlinie herausbrechen, dann, meine lieben Zuschauer, dann muss man hier von einer weiteren Korrektur mittelfristiger Natur ausgehen. Das heißt, dann haben wir im weiteren Jahresverlauf sicherlich noch Rücksetzer zu sehen. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es kurz gewesen für den Blick auf die asiatischen Indizes. Mal ein Stück weit war das anderes, aber wir wollen Sie natürlich immer wieder mit News versorgen und auch mit technischen Analysen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn ja, dann schalten Sie doch gern später wieder ein. Dann schauen wir auf die US-Märkte, beziehungsweise morgen natürlich auch wieder auf den Devisenmarkt, 9:30 Uhr. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.